Herzlich willkommen zur 269. Folge Basic Frisch mit Felix Roh. Guten Tag. So. So, muss man mal ganz kurz die Dinge einmal. Ja, gut, wir werden jetzt natürlich, dadurch, dass die Forschung hier jetzt natürlich wieder voll läuft, einiges an Ressourcen wegpfeffern. Richtig. Aber ich denke, das ist nicht ganz so karg. Oder? Doch, weil wir da vorne einen Teil einsetzen müssen, ansonsten haben wir gleich auf der einen Seite keine mehr. Schade. Das hat dann Anlage oben überall kein Eisenerz, keine Eisenplatten mehr. Solche sollten wir hier eventuell auch machen. Das haben wir nämlich auch Problem mit dem Stahl. So, was ist das große Problem bei dem? Da geht es hauptsächlich um die ganze Geschichte. Das heißt, dann werde ich mich darum jetzt auch noch mal kümmern. Ich glaube, wir werden eher gleich bald ein anderes Problem bekommen. Und zwar? Eisenerz. Das Problem haben wir schon die ganze Zeit, wenn unsere Basis läuft, aber okay. Dass das Felix gleich leer ist, oder demnächst? Wie gesagt, es ist die ganze Zeit schon scheiße mal bei Eisenerz. Gut, dann werde ich mich jetzt gleich nochmal direkt um Eisenerz kümmern, wenn wir noch irgendwas hier da haben. Eher weniger. Also traurigerweise halt wirklich nicht wirklich viele Optionen. Ich meine, da wolltest du den Block in die Nähe bauen. Ansonsten haben wir da unten halt das noch. So, das Eisenerz. Aber wir haben aktuell nur das eine Eisenerz. Da haben wir noch das Feld, das kannst du machen. Das wolltest du, glaube ich, auch hier machen. Wir haben da noch ein Feld, wir haben da noch ein Feld. Das heißt, wir haben eine Eisenerzproduktion aktuell, oder beziehungsweise eine Eisenerzförderung. Aktuell von knapp 5800 pro Minute. Durch 8500. Minuten bis 60 Stunden. Das heißt, das Feld ist dann innerhalb der nächsten 16 Stunden verabschiedet sich das Feld hier. So, welches Feld wollte ich machen?
Das rechts ja. beim Steinfeld. Das wollte ich, genau das wollte ich. Ja, das Steinfeld auf alle Fälle. Man soll sich vielleicht mal dran gewöhnen, ne? Ach so, das scheitert daran. Was ist denn das? Sag mal, haben wir irgendwo noch Lagerkisten rumfliegen oder so? Für? Ja, zum Beispiel, wo wir Stein drinne geparkt haben. Ah ne, wir haben da hinten einfach nur eine rote Kiste. Okay, alles gut. Das ist auch die einzige Kiste, die wir haben. Ja, plus die 12.000 Steine, die allein in unserem Logistiknetz rumlagen, ja. Sehr korrekt. Ja, das war ja so eine Strongbox voll knapp. Eine? Ja, anderthalb. Anderthalb? Es waren fünf voll. Und ich bin immer noch nicht fertig. Es sind immer noch eine 1100 drin. So, dann, ach so, nee, scheiße, die habe ich mir ja schon extrapoliert. Voll, voll, voll. Nein, nein, nein. Das heißt, wir haben jetzt keine Erzfüllerer mehr, ne? Im Logistiknetz müssten noch welche rumfliegen. 400 oder so. Also da sind 168 drinne, da sind 183 drinne. Ja, die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch. Ich meine mit. Jetzt müssten irgendwo noch 123 drinne liegen, aber keine Ahnung wo. Vermutlich in meinem Inventar. Ja, in der. Also das Feld hier unten ist natürlich echt...
richtig witzig. Es ist halt nur das Traurige ist, dass in diesem Feld hier unten einfach 18 Millionen drin hocken. Richtig. Das heißt, das werden wir ziemlich lange brauchen zum Abbauen, weil hier kriegst du ja so gut wie kein Erzwert drauf. Ey, guck mal hier. Da fehlen jetzt nur noch 4 Erzförderer mit 46.000. Schau da mal, sind da schon Spitzenruhe drin? Nö, aber es juckt mich eh nicht. Da steht eh irgendwo nirgendwo. Ja, Davon wenn die abgesehen habe ich weg, keine ja. Speedmonster im Inventar. Das kann nicht jeder mit 4 Stacks Speedmonster rumrennen wie gewisse andere Leute. Und sich dann wundern, hö, warum haben wir die dicke Ressource nicht mehr? Also ich habe keine 4-6 Speedmonster im Inventar Sondern drin. mehr oder wie? Ich habe tatsächlich 21. Das Mehr einzige, habe was ich viel ich. im Inventar habe, sind aktuell Montagemaschinen, weil ich die vorhin gecraftet habe, 200 Stück. Weil man die Montagemaschinen, die Zweier, dann doch für ein paar Sachen braucht, so. So zum Beispiel Luftfilter oder. Dann noch so ein, zwei andere Sachen. Ich stelle gerade immer öfter fest, ach du Kacke, das wird ja witzig. Ich habe nämlich jetzt gerade gemerkt, oh, die haben das offensichtlicherweise geändert, dass du die Weltraumfließbänder jetzt nicht mal mehr hier unten bauen kannst. Oh. Das heißt, ich darf jetzt dann 36.800 Schmiermittel mit hochnehmen. Beziehungsweise ist da Oh. oben ja irgendwie 1000 oder so. Aber es ist halt doch dann trotzdem ein bisschen. Vor allem, weil diese Scheißfässer nur bis 10 stacken, was mich bis heute nervt, ja. Dann traf ich 7200 oder 7300 von diesem blauen Motor mitnehmen, 3680 Leichtbauteile und 7360 Stahl. Stahl ist kein Problem. Leichtbauteile weiß ich nicht, was du da schon gebaut Leichtbauteile ist hattest. ein Riesenproblem, weil wir halt keine Stahlschmelze in große haben und dadurch unsere Leichtbauteilproduktion halt wirklich nur auf Existenzminimum formulieren wir es mal so, existiert. Wie viel Stahl machen wir denn im Moment? Genug, dass ich vermutlich einmal an das Lager hingehen könnte und diese 7000 Stahl hätte. Würde ich jetzt grundsätzlich schätzen. Es ist ja allein in 500. einem Warenlager unten schon so viel drin. Fast. Ja, wir produzieren tatsächlich gerade mal 500 die Minute. Haben damit einen Überschuss von knapp 300 pro Minute aktuell. Ist nicht wirklich viel. Immerhin stacken Leichtbauteile nicht bis 10, sondern mindestens bis 50. Dadurch braucht man dann doch nur zwei Kisten voll. Um und bei. Wie
wieder vergessen. Ja, wieder. Gut, das haben wir. Haben wir das wirklich? Wieso kann ich nicht sehen, wie schnell ich fliege? Aber zum Glück ist es so schnell, dass ich wieder umdrehen kann, weil ich schon was gewesen habe. Das ist doch schön. Warum fliege ich eigentlich nicht, wenn ich fliegen kann? Ja, ich vergesse es auch mal. So. Hey. Was? Der ärgert mich. Schade. So. Was kostet denn hier in dem Modpack die, die Blauen Fließbänder? Waren die teuer? Überhaupt erstmal eine Forschung, ja. 300 Forschungspakete und dann brauchst du Schmiermittel und Eisenzahnräder, 6 Stück. 6 Eisenzahnräder, 10 Schmiermittel pro Fließband. Pro Untergrund 80 und 40 Schmiermittel. Und rote Schaltkreise 10 und 10 Eisenzahnräder für Teiler und Schmiermittel. Also es geht, aber dadurch, dass wir ja bisher aktuell sowieso nur Fließbänder automatisiert haben, wird das sowieso dann witzig.
So, dann wollen wir doch mal gucken. Kannst du mal gucken, wie viele, was die Erzfüller gerade an Strom verbrauchen? 76,5, 76, 78, 80, 90, 91. Also, so gesehen nur in Anführungsstrichen 20 Megawatt. Okay. Richtig. Das geht ja tatsächlich. Hier fahren nur zwei Züge auf der Linie drauf. Na gut, dann auf den Zug. Craftest du gerade irgendwas? Ja. Zu viel. Es wird übrigens richtig, richtig witzig, das alles in den Weltraum hochzubekommen, ne? Das ist ja immer so. Ich glaube, wir haben 147 Inventarplätze aktuell. Haben aber alleine jetzt vermutlich schon für 12 Inventare das Material da rumfliegen irgendwo, ne? Schade.
Allerdings würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Nee. Doch. Glaube nicht. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Tschüss. Tschüss.